Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 1 HD Remaster. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier in das Untergeschoss vom Innenhof angekommen, haben hier einiges an Items gesammelt schon, haben Enrico gesehen, wie er erschossen wurde von einem Verräter. Wer das wohl sein könnte, ne? Und genau, sind jetzt hier weiter auf dem Weg, ja, raus aus dem Herrenhaus. Und genau, können jetzt hier weiter in diese Tür gehen. Da bin ich aber beim letzten Mal davor stehen geblieben. Und genau, dann gucken wir doch mal. Oh, was hängt denn da? Ein Flammenwerfer. Aber hey, da, das schließt die Tür ab. Okay, interessant. Auf jeden Fall ein Flammenwerfer. Geil. Ein Flammenwerfer. Eine Antipersonenwaffe, die einen Flammenstrahl ausstößt. Ja, okay, geil. Aber, kannst du das nicht ablegen? Chris, du musst das doch wieder ablegen können. Habe ich jetzt ver... Was ist denn hier überhaupt? Ah, ich glaube... Der Felsen, Freunde. Ein großer Felsbrocken versperrt den Weg. Und... Indiana Jones! Genau. Jawohl, Freunde. Ja, wir hatten auch die Szene hier. Genau, und jetzt müsste die Tür ein. Ja, die Tür ist jetzt verschlossen. Kommen wir jetzt wieder zurück? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja. Das war auf jeden Fall eine andere Felskugel. Ja, da hatten wir unsere Indianer-Zone-Szene und da ist Schrotmunition. Ja, toll. Wir kommen jetzt auch irgendwie nicht mehr zurück, oder? Wir haben einen Flammenwerfer zu früh. Wartet mal. Können wir nicht. Ausrüsten, drücken, koordinieren. Wir können es nicht nutzen. Warum? Okay. Ich bin zu gierig, was zu. So. Oh Gott, warum hat das so lange geladen? Ich bin zu gierig, was so Waffen hier angeht. Ne? Ich nehme die mal direkt, ohne dass ich nachdenke, was da passieren könnte mit. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Um Himmels Willen! Eine Riesenspinne! Okay, ich glaube, dafür nimmst du bitte den Flammenwerfer und schießt! Alter Schwede! Und schießt! Alter! Bringt die überhaupt was, der Flammenwerfer? Au! Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet und wir sind natürlich vergiftet und orange. Oh Gott, ich hoffe, dass das klappt mit dem Flammenwerfer. Okay, und schieß! Okay, es klappt mit dem Flammenwerfer. Da ist... Okay, dafür war also der Flammenwerfer gut. Und was haben wir da vorne? Ein Messer. Lass das mal liegen. Erstmal. Igitt, da ist noch eine Spinne. Oder was? Da ist noch eine Riesenspinne. Weg damit! Weg damit! Ihr seid doch eklig. Okay, und wir sind vergiftet und gelb. Ja, Freunde, das war ein Bosskampf tatsächlich. Können wir damit jetzt hier... Ah, guck mal. Ha, wir können hier das Zeug hier kaputt schießen. Ah, okay, aber Munition ist alle. Okay, wir müssen aber ganz schnell... Ah, nein, wir müssen uns heilen und wir kommen aber nicht zurück. Wir kommen nicht... Scheiße. Um Himmels Willen, wir kommen nicht zurück. Oh Gott.
Oh Gott, dann möglichst schnell bitte hier das Messer mitnehmen. Rüste bitte die Shotgun aus. Hier rennt noch irgendwo so eine dumme Spinne rum. Okay, dann müssen wir das hier halt mit dem Kampfmesser mal aufmachen. Genau, ausrüsten und, genau, messern. Damit wir hier reinkommen. Ich glaube, hier war eine Kiste drin. Oh Gottes Willen. Ja, das war eine Riesenspinne. Das war ein Mini-Boss-Kampf sozusagen. Oh nein. Hier ist auch keine. Ah, danke, danke, danke. Ihr seid so nett von dem Spiel, ne? Nein! Scheiße. Kann man nichts ablegen? Karte von Immenhof, erstens Untergeschoss. Oh Mann, wir kommen da nicht rein. Warum kann man denn das nicht mehr? Sie haben die Karte. Oh Gott, ich bin so nervös. Kann man das nicht ablegen? Ich will das wegschmeißen. Ich will das Zeug wegschmeißen. Was ist hier los? Vergiftet und wir können nichts machen. Ah, wartet mal. Was ist denn das jetzt hier? Ah, danke. Flammenwerfer ablegen. Okay, somit ist die Tür wieder auf, aber wir können ja erstmal hier uns mit den Kräutern hier bedienen, ne? Kann man das blaue Kraut nicht direkt nehmen? Das blaue Kraut kann man doch direkt... Ja, okay. Okay, oh, danke. Danke, du bist jetzt wieder fair zu mir, ne? Ich wollte schon sagen. Also irgendwie, irgendwas, das wäre komisch geworden. Okay. Dieses blaue Kraut auch nochmal mit. Okay, das heißt, die Tür ist dann da wieder offen. Okay, das heißt, wir kommen wieder zurück. Danke. Danke. Jetzt bist du wieder fair zu mir, Spiel. Wirklich. Ja, zum Glück, muss ich sagen, haben wir diesen Bosskampf, diesen Zwischenboss, relativ gut erledigt. Also, ach, die Spinne, die hier ist, mein Gott, die lasse ich einfach... Ach nee, das bin du... Es ist gar keine Spinne. Es ist einfach nur ich, wie ich auf Spinnennetzen... Spinnennetzern... Alter, okay, das ist aber uncool. Sind aber auch schnell, diese Dinger. Alter. Schieß. Ein Treffer und ich bin im gelben Bereich. Wehe, hier kommt jetzt noch einer raus. Lass mich bitte an die... Oh, danke. Lass mich bitte an die Kiste. Lass mich an die Kiste. Hey, es ist hier so ein komisches anderes Geräusch wieder. Okay, wir können an die Kiste. Oh, danke. Sehr gut. Danke, danke, danke. Oh, wunderschön. So, das Messer brauchen wir nicht. Ich frage mich jetzt halt, das können wir vermischen und das kann nach oben. Ich frage mich jetzt halt wirklich, was, wozu wir dieses Ding hier brauchen? Röhre. Kombiniere damit. Und da bräuchten wir eigentlich noch mal eine Heilung, ne? Ja, komm. Dann, sind wir mal nicht so geizig. Nehmen wir eine Heilung mit. Mixen das blaue Kraut noch damit rein, weil wir es können. Da haben wir braunes Kraut. Okay. Gut. Details, wir haben jetzt aber auch wieder nur einen Platz frei, ne? Ja, okay. Leg dieses komische Kurbelding mal ab, beziehungsweise diese Röhre. Ich weiß ja nicht, was es damit auf sich hat. Nee? Gut. Dann gehen wir da jetzt nochmal hin. Ich vermisse tatsächlich, einen bestimmten Bereich hier in diesem ganzen unterirdischen Bereich im Innenhof. Oh Gott. Hier unten war scheinbar noch was.
Was wir hier. Ah, die Moni, stimmt. Okay, danke. Kombiniere damit. Ich finde es ja gut, dass sie uns hier immer Munition mitgeben. Gut, ja, hier war die Indiana Jones Szene. Das war cool. So, gehen wir mal hier durch. Wieder durch diesen Spinnenraum hier. Das ist richtig ekelhaft. Das ist eklig hier. Spinnennetze. Ich hasse das. Widerlich. Okay. Gehen wir hier vorne rein. Beziehungsweise können wir hier rein? Ja, ich glaube ja. Genau. Wir können hier rein. Wenn wir jetzt die Rühme brauchen, ne? Okay, was ist hier? Einfach nur ein Gang. Aha. Okay. Ach. Und wir brauchen die Quadratkurbel. Ah, und da seht ihr jetzt... Na, wartet mal, wie... Ja, ne? Da ist ein sechseckiges Loch. Das heißt nochmal zurück. Och, Leute. Nochmal zurück, wir brauchen die sechseckige Kurbel. Ja. Sehr interessant gemacht. Und ich glaube, das war goldrichtig, dass wir den Flammenwerfer genutzt haben für die Spinne. Weil den Flammenwerfer konnten wir nicht weiter mitnehmen. Storytechnisch von daher, ja. Ich glaube, wir haben das Gold richtig gemacht. So, alles klar. Dann noch einmal kurz zurück. Diese Laufwege, ne, das ist echt... Echt krasses Element, wie sie das hier eingebaut haben. So, dann müssen wir hier uns jetzt hier die sechseckige Kurbel mitnehmen. Die Muni können wir... Genau, die Muni muss ich sowieso ablegen, von daher. Joa, passt das doch, ne? Quadratische Winde. Hexagon-Winde, genau. So. Einfach ein Item austauschen. Passt ja. Ja, da bin ich auch, bin ich tatsächlich stolz drauf, dass ich da den Flammenwerfer genutzt habe. Weil, naja, es war ja scheinbar... Ich laufe genau in die falsche Richtung, ne? Es war ja scheinbar genau die richtige Herangehensweise. So. Das heißt, wir haben noch Munition. Das ist gut. Wir haben unendlich Heilung, kann man sagen. Ne, Baran Obama? Wir haben unendlich Heilung. Das ist wirklich so. Also, das kann man schon... Für das, was jetzt noch kommt, tatsächlich, ist das mehr als ausreichend. Das kann ich schon so sagen, auch wenn ich das Spiel nicht komplett nicht kenne. 20 Heilungen sind genug. Gilt immer bei Resin. So. Okay, dann. Hier jetzt die Hexagon-Kurbel. Hallo? Chris, gehst du bitte an die Stelle? Danke. So, dann hier bitte, das Hexagon. Dieses Ding kann man jetzt nämlich mehrfach drehen, wie ihr seht, ne? Und ihr seht's, ne? Wir können hier hin. Ah, shit, das war gar nicht hier. Wir müssen dreimal drehen. Okay. Hexagon-Kurve verwenden. Und dann nochmal bitte verwenden. So, und ihr seht, wir können da rein. Guckt mal, da ist nämlich noch ein Raum. Und wir nehmen die Kurve. Alter! What? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der Steinbrocken dann jetzt da rauskommt. Okay. Puh. Okay. Wir haben hier einen Zusatzraum. Genau, daran erinnere ich mich. Dass wir hier ein Rätsel haben.
Sechseckiges Loch, ja, Sechskantkurbel, ne? Das gleiche Rätsel hatten wir, glaube ich, mit Jill auch. Ihr seht's? Da ist... was ist das hier? Auf dem Boden da? Alter! Okay. Gucken wir uns das erstmal an. So, was gibt's denn hier? Gibt's nichts? Okay. Das dreht sich. Okay, das ist jetzt auch wieder ein bisschen anders, weil ich glaube, wir müssen hier diese Statue, also dieses, ja, diese Statue hier tatsächlich in die Mitte bringen. Und dafür müssen wir jetzt hier, ihr seht es ja da links, da ist so eine andere Verfärbung in der Wand. Das heißt, dass sich da irgendwas bewegen könnte, wenn wir hier die Kurbel drehen. Dann probier was. Probier das doch mal. Ha, seht ihr das? Und so kriegen wir diese Statue in die Mitte. Wir nehmen das Ding nochmal mit. Achso, ja. Nochmal drehen, bitte. Das brauchen sie jetzt nicht, wie. So. Dankeschön, lieber Stein. So. Gut. Das heißt... wartet mal, hatten wir hier nicht irgendwie was... war hier nicht irgendwas Böses? Ich weiß es nicht mehr, 100%. Gut, dann dreh bitte diese Statue... ah! Ich glaube, ich weiß es, oder? Dass wir da die dann da... und am besten nochmal. Ja, wir müssen die Statue einfach nur drehen. Okay. Nein, stopp. Jetzt noch einmal da drauf. Okay, gibt es da scheinbar doch nichts Böses. Okay. Na, einmal drehen. Genau. Damit die da unten reinpasst. Und dann kriegen wir, glaube ich, ein Item. Ein sehr interessantes Item. So, dann Chris. Schieb die mal nicht ganz an die Wand, weil ich weiß nicht, ja, ob du dann noch schieben kannst. So. Noch ein bisschen. So. Und jetzt kannst du bitte da reinschieben, das Ding. Passt das? Passt wie angegossen. Ha. Und seht ihr das? Da kommt ein Item. Ah, ein Zylinder. Okay, ich weiß, wofür wir den brauchen. Die Statue der Göttin lächelt ihnen still. Ja, vielen Dank, Freunde. Das war gar kein optionaler Raum. Relativ einfaches Rätsel, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Gibt es hier noch was? Nein. Das war ein relativ einfaches Rätsel. Also, das gab es im Original auch. Fand ich cool gemacht, das auch mit dem Stein, der da aus der Wand kam. Das war cool. So, wir haben dieses... ach, guck mal, da liegt auch noch was. Ja, kann ich jetzt... ja, muss ich nochmal hier hin. Extra deswegen. Es ist voll weit weg, Leute. Das gibt's doch nicht. Ja, aber das... ist dann wohl so. Okay, aber ich möchte das Item haben. Ich weiß ja nicht, was es ist, aber es sieht wichtig aus. Ich gehe hier nochmal hin. Ganz klar. Und wir können jetzt da irgendwas mit dem Aufzug scheinbar machen. Okay, finde ich gut, dass wir hier so gut vorankommen. Aber ich vermisse auch irgendwie die Möglichkeit, nochmal ins Herrenhaus zu kommen wegen Rebecca. Was mache ich denn hier? Ne, das ist irgendwie... irgendwie komisch, dass die uns keinen Tipp geben, wo Rebecca ist. Ich will Rebecca nicht im Stich lassen. Wo könnte sie sein? Wo ist Rebecca? Ich will doch kein Arschloch sein und Rebecca alleine im Herrenhaus lassen. Nee, geht nicht. Zur Not gehe ich da, schaue ich da offline nochmal kurz nach, ob ich da noch irgendwas übersehen habe.
Wir haben auch die Sechskantkurbel noch, ne? Das ist irgendwie auch eigenartig. Aber in Ordnung. Gut, dann probieren wir doch mal, die Röhren zu kombinieren. Ich denke mal, ja, sehr gut. Und das können wir dann zusammen, ne? Zylinderröhre. In die Seiten sind Symbole eingraviert. Drehen, jawohl. Okay, wir müssen 1, 4, 2, 3, 1 machen. Drehen, ja. Weiter drehen. Ja, wir müssen tausendfach drehen hier. So. Okay. Einmal noch. Und dann passt das. So, dann haben wir das. Nein, bitte nicht mehr drehen. Okay, und dann können wir dieses Teil in den Aufzug einsetzen da vorne. Aber der ist jetzt wieder in einer ganz anderen Richtung. Ja, ich hole erstmal das Item da hinten, was da noch ist. Und ja, ich werde mir das gleich überlegen. Also nach dieser Folge werde ich mir tatsächlich überlegen, ob ich doch mal ins Herrenhaus zurückgehe und Rebecca noch mal suche. Weil es kann nicht angehen, dass ich die da lasse. Nee, das kann ich mit mir nicht vereinbaren, mein Gewissen. Und von daher, ja, wird mir vielleicht auch ausnahmsweise mal einen kleinen Tipp durchlesen, beziehungsweise ein Video schauen von jemandem, der Rebecca hier gerettet hat. Das werde ich. Ich glaube, einmal ist sowas in einem Let's Play erlaubt, tatsächlich. Einmal Spingsten ist okay, oder? So, weil ich möchte euch ja auch so viel wie möglich zeigen hier von diesem Spiel. Von daher, jo. So, da ist es. So, was haben wir hier? Erste-Hilfe-Kasten. Prüfen. Irgendwas Medizinisches. Eine Heilung. Die 10.000. Heilung. Okay, sonst gibt's hier nichts mehr. Nee, sonst haben wir alles. Perfekt. Warte mal. Wir haben jetzt hier diesen Aufzug, ne? Ich frage mich gerade, wo war das denn nochmal? Mit Jill, wie sind wir da nochmal rausgekommen? Hier aus diesem Gruselbereich. Weiß ich gerade tatsächlich echt nicht. Also, wo war das? Wo war nochmal der Ausgang? War das auch der Aufzug? Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Das ist schon zu lange her, über ein Jahr her, das Original. Deswegen ist da die Erinnerung tatsächlich ein bisschen verschwommen. Aber nun gut, ich glaube, wir können jetzt hier schnurstracks weitergehen. Wir legen nur noch kurz das Heilungsspray ab. Und dann gehen wir weiter. So. Wir spielen aber nicht auf leicht, oder? Nee, ich habe normal angekreuzt am Anfang. Ich habe normal angekreuzt. So, ich würde sagen, wir nehmen einfach ein grün-blau mit. Und lassen die Vollheilung. Ich zähle mal durch. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Vollheilungen. Mein Gott. Also mit der 20 sind wir schon nah dran. Ne? Sollen wir das speichern? Nee, erstmal nicht. Erstmal nicht. Wir sind ja gut unterwegs. So, der Aufzug war hier vorne. Ja, ist goldrichtig. Wenn irgendwas kommt, schieße ich einfach. Ich meine, wir haben ja genug. Von daher, aber sollte passen. Aber, wie gesagt, ich denke nicht, dass er... Wartet mal! Der Felsbrocken hier. Der ist immer noch da, ne? Der Felsbrocken da ist immer noch. Ah ja, gucken wir einfach. So, aktivieren wir mal diesen Aufzug hier. Ich denke, dass wir hier was machen können. Jetzt ich, von der Logik her schon alleine. So, dann hier, zack, setzt das Ding hier ein. Los. Ja. Okay.
Electra Units steht da unten grün. Eine Reihe blinkender Köpfe. Einen davon drücken? Ja. Wieder ein Re... Ach! Shit. Die Zahlenkombination. Ah, ist das mies. Und das stellt uns das Ding wieder um. Oh, Gottes Willen. Das stellt das Zeug wieder um. Okay, hätte ich mir vielleicht vorher angucken sollen. 4, 2, 3, 1, ne? Den Zahlenkombinator kenne ich aber irgendwoher. Okay. 4, 2, 3, 1. Okay. Gut. Ja. Okay. Blinkender Knöpfe, jawohl. Welchen Knopf drücken? Von links. 4. Hä? 2. Nein! Ich hab mich verdrückt. Ach, ich Idiot, ey, Mann. Da hab ich mich verdrückt. Ach, Gottes Willen. Es ist doch so einfach. 4, 2, 3, 1, Mensch. Aber wartet mal. Das Ding ist, die sagen ja nicht umsonst von links. Egal, wartet mal. So. Von links. 4. 2. 3. 1. Anscheinend ist die Stromversorgung wiederhergestellt. Ja, danke schön. Danke schön. So. Die Frage ist jetzt, wo der hinführt. Wo führt der hin? Wo führt dieses Ding hin? Hier ist ein Aufzugsschalter. Nach unten! Wie nach unten? Um Himmels Willen. Wo sind wir denn jetzt? Ach du Heilige! Zweites Untergeschoss? Ah! Wartet mal. Ist das die Stelle, wo wir mit Barry waren? Original? Das kann sein, oder? Da ist auf jeden Fall eine Kiste da vorne. Ja, da ist eine Kiste. Dankeschön. Brauchen wir aber erstmal nicht. Okay. Das heißt, wir können hier runter. Aber da unten ist Wasser, oder? Ich steige einfach mal runter, so mutig wie ich bin hier. Was haben wir hier? Nichts. Okay. Alte Materialien. Sie tragen ja oft Abfallstoffe. Uah, eklig. Okay. Da leuchtet irgendwas. Ein Müllschlucker. Aha. Ich drücke einfach mal, keine Ahnung. Passiert was, wenn ich jetzt... Hä? Was hat's damit jetzt auf sich? Okay. Das heißt, hier werden wir wahrscheinlich später was machen müssen. Okay. Dann, liebe Freunde, wir sind schon wieder am Folgenende angekommen. Das ist krass, wie schnell das geht, ne? Ich guck nochmal nach. Wobei, ich würde eigentlich gerne speichern, aber können wir ja hier nicht. Ich guck nochmal nach, wie es aussieht mit Rebecca. Ob es sich lohnt, da jetzt nochmal ins Herrenhaus zu gehen. Ich denke mal schon. Und, ja. Dann würde ich mal sagen, liebe Freunde, wenn euch dieses Folge gefallen hat, lasst mir doch mal gerne mal Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne?
Tschüss, tschüss.